Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. Am Morgen. Und jetzt kümmern wir uns hier mal um die ungebetene Gästin, die noch übrig ist von dem ganzen anderen Geraffel letzte Nacht. So, ich gehe jetzt einfach in den Nahkampf. So, die Pfeile, die wir haben, oder die wir einsammeln können, nehme ich natürlich gerne wieder mit. Okay, da haben sie eingeschlagen. Warum auch immer da oben? Hier vorne die Haupttür. Meine Fresse, die haben ja hier wirklich gewütet ohne Ende. Hier drin, okay. Da haben sie hier den Block rausgeschlagen, da den Block rausgeschlagen. Sind die auch hinten durch? Ne, die ist weiterhin verschlossen. Der ist weiterhin verschlossen. Okay, 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 okay. Warum komme ich jetzt hier nicht lang? Was ist hier dein Problem? Ah, hier ist ein dummes, unnützes Holzbrett. Mitten an der Decke. Oh, das war ja was. Da habe ich ja jetzt letzte Nacht überhaupt nicht mitgerechnet, dass wir da noch so einen Besuch kriegen. Ich wollte eigentlich mich auf den Weg machen und irgendwie die Nacht über noch Lehm holen, aber das hatte sich dann eher lehmdicht. Ich kann es komischerweise nicht reparieren. Na gut, dann wird es jetzt, ist ja sowieso hier nur unsere Übergangsbehausung, aber damit die ein bisschen sicherer ist, wird auch das jetzt hier eben kurz einmal gewertet, also auf. Und dann schauen wir nochmal hier. Ach, hier ist noch ein Pfeil von uns. Auch dagegen haben sie geschlagen. Ach, das kann die reparieren? Merkwürdig. Na gut. Dann lassen wir das jetzt so. Besser als nix. Auch das. Hoppala. Wird jetzt hier gesetzt. Das muss ja im Grunde genommen nur so sein. Ich glaube, für die nächste Aufwertungsstufe, ja, brauche ich Cobblestone. Gut. So, was haben wir dabei jetzt hier? Ein bisschen unnützes Geraffel und ein bisschen anderes Geraffel. Ja, dann ist ja gut. Ich glaube, ich habe noch Holz in der Tasche. Ja, dann würde ich nämlich gerne nochmal Woodframes herstellen. Hallo, willst du sie mal an? Und zwar so 35. Nee, Karte nicht. Option. Kriege ich hier Steuerung? Zoom-Empfindlichkeit, Maus invertieren. Empfindlichkeit der Benutzeroberfläche. Geschwindigkeiten der Zeigerbewegung innerhalb der Fenster bei Verwendung eines Gamepads. Ja, ich habe ja kein Gamepad, also. Na gut. Komm, zurück. So, das war dann so nicht geplant, aber hat ja doch irgendwie auch funktioniert. Huch, ich dachte, da liegt jemand. Ich glaube, das möchte ich da, upala, das möchte ich hier nicht liegen haben, weil ich dann immer denke, da würde jemand sitzen oder liegen. Wo den Pappkarton und die Mülltonne, das lassen wir mal. Da kann man mich immer noch mal ein bisschen was zwischen storagen sozusagen. Das gute alte Open-Schild. Wie schön, dass es so lila leuchtet. Finde ich gut. Gefällt mir. Ich weiß auch nicht, ob ich es gebrauchen kann, den Screenshot, aber was wir haben, das haben wir, ne?
Weckt das da drin keinen auf? Das überrascht mich. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das triggert sie sofort hart. Ach so, wir wollten Lehm, ne? Wo hatte ich denn vorher Lehm her? Wahrscheinlich irgendwo anders, ne? Von irgendeinem hügelähnlichen Gedöns. War ich hier schon drin? Ja, ne? Man sieht nichts. Das ist so geil. Nicht. Cool, hier lösen sich die Tapeten von der Wand. Nett gemacht. War toll. Ich hatte gehofft, wir finden hier eine Ranch. Aber nein. Gar nicht. Null. Eine Minus-Ranch eher. Okay, ich dachte eigentlich, ich hätte das Haus gelootet. Aber das habe ich dann wohl nicht. Dann holen wir uns mal kurz Lehm. Weil hier vorne fahre ich ja sowieso nicht lang. Mir geht es ja nur darum, dass ich nicht irgendwo mitten reinfahre. Dass er immer wieder den Fokus auf den Block verliert, an dem er am Buddeln ist. Ganz merkwürdig. Irgendwo habe ich da in der Entfernung ein paar Zombies oder irgendwen was kaputt schlagen gehört. Ich sehe aber niemanden. Ich sehe überhaupt niemanden. Komisch. Seltsam, seltsam. Na gut. Komm, schau wir weiter. Beschwer dich nicht. Wir brauchen unbedingt Lehm. Einschmelzen, damit wir Stahl herstellen können und aber auch für weitere Beete, Pflanz, Dinger, Utensilien, Bums, ne? Da ist, glaube ich, ein Grill. Wir haben jetzt 128. Ist nicht die Welt. Kommen wir hier in den Grill ran? Ja. Oh, da hat man noch Kohle drin gelassen. Hier ist ein Waschbecken. Komme ich an das Waschbecken dran? Habe ich da schon gelootet? Noch eine Taschenlampe. Hey ho. Ich finde dieses Gebäude hier ein bisschen dubios. Aber da haben wir schon mal Cobblestone. Dann können wir nämlich die Wände reparieren, die bei uns ein bisschen kaputt gemacht haben. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Da haben wir wenigstens Reparaturmaterial. Da ist nur der leere Sack. Irgendwas ist da. Warum höre ich denn die ganze Zeit hier Geräusche, aber keine Zombies? Wir hier hinten schon eigentlich? Was, wo, wer? Hoffentlich macht er da drin nichts Wichtiges kaputt. Das
klingt so nah hier draußen. Der blöde Baumschatten. Was machst du da oben? Mega Rush. Kann ich hier auf die Füße schießen? Ja, kann ich. Das ist eine sehr unhöfliche Bedienung hier. Ich werde diesen Laden nicht weiterempfehlen. Mir hier deinen Schritt ins Gesicht zu drücken, also, weißt du. Das ist nicht die feine englische Art. War er das jetzt? Das war er jetzt. Er zumindest. Sind hier noch mehr oder andere drin? Ich hoffe, ihr hört die Fliegen auch. Ist ein bisschen eklig. Metall. Warum kann ich dich nicht looten? Ach, wenn ich Hunger kriege, dann gibt es hier eine Dingens. Ein Fehler. Das ist ja auch nett. Aha. Wenn ich das looten will, jetzt auch ein Fehler. Also, irgendwie gibt es hier sehr viele Fehler noch in dieser, ich sag mal so, Mac-Variante. Oh, cool. Der hat aber Storage en masse. Aha. Na, Elfriede, habe ich dich doch da hinten in der Ecke rumstehen sehen? Da komm doch einfach da durch. Wieder zwei Fertigkeitspunkte. Das ist gut. So kann es weitergehen. Hier oben habe ich noch einen Koffer zu looten. Jawohl. Ein paar Jetons. Da ist nur Zement drauf. Also nur ist gut. Bisschen was Getränk. Klebeband. Ist immer gut. Ist das die Außentür? Wo bin ich? Da bin ich. Ja, sieht sehr nach Außentür aus. Nehmen wir jetzt auch noch mit. Eigentlich wollte ich ja Lehm holen, ne? Aber es bringt Erfahrungspunkte. Aber ansonsten ist hier ja nichts, ne? Außer ein Zombie draußen. Uiuiui. Ja, mal gucken. Wollt ihr eine Runde rutschen? So, der ist das, wo die Fliegen so rumfliegen. Okay. Okay. Hier ist ein nettes Beet. Was ist das hier? Ach so, okay. Okay. Bei dem einen, von dem einen kommt man nur, kaum bin ich drin. Im Innenraum wird es schon wieder zappenduster hier. Es ist. Nee, das Lichtkonzept erschließt sich mir nicht so richtig. Sorry. So, haben wir hier irgendwas, was wir nicht gebrauchen und somit zerlegen könnten? Ja, hier komm. Spart mir nur einen Platz, ich weiß, aber besser als kein Platz. Das ominöse Ding. Das hat aber ganz schön viel Haltbarkeit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir hatten Erfahrungspunkte. Fortgeschrittener Ingenieur, Mechaniker. Das da. Und Altstoffsammler.
Das machen wir auch nochmal. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt eine Schraubenschlüssel... Ah, jetzt können wir immerhin Schraubenschlüssel Qualitätsstufe 2 bauen. Nicht schlecht. Also das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Reparieren, dazu brauche ich Stein. Stein habe ich nicht. Doof. Ja, dann gehen wir hier nochmal kurz was wegschaufeln. Ja, komm. Ich brauche keine Pflanzenfasern. Da kann ich eh nichts Gescheites draus klöppeln. Oder kann man da jetzt vielleicht mehr draus herstellen? Mein Gott, stell dich nicht so an. Pflanzenfasern. Rezept. Nö. Nö. Stofffetzen. Das ist auch lustig, dass man aus... komm, geh weg. Aus Pflanzenfasern Stofffetzen herstellen kann. Und hier diesen lustigen Tarnanzug. Sieht man aus wie eine Vogelscheuche. Eine laufende. Okay, so. Nee, in diese Richtung wohne ich. Irgendwie ist das jetzt hier heute kurios. Und irgendwie ist seit gefühlt dem letzten Update die Performance auch etwas schlechter geworden. Kann aber auch sein, dass ich mir das nur einbilde. Aber eigentlich... Huch. Eigentlich bilde ich mir das nicht ein. So. Reparieren kann ich ja hier unten nicht, ne? Weil ich das erst reparieren muss. Habe ich irgendwas, was ich zerlegen könnte? Wo? Nein. Das macht auch gar keinen Sinn jetzt hier. Also, hoppi galoppi, Treppe rauf. Immer wenn ich Hunger habe, geht die Konsole auf, ne? Praktisch. So. Ich kenne mich, sonst falle ich da rein. Oh, ich habe sogar a little bit more Hunger. So I can eat this one. Benutzen. Ja, komm. Hier hätten wir noch ein bisschen was für Essen und Trinken. Ist nicht schlecht. Können, glaube ich, noch mal was speisen. Jetzt kriege ich keine Konsole. Naja, dann ist das so. Das ist zum Einschmelzen. Das können wir einschmelzen. Die können wir auch einschmelzen. Und das ja auch. Komm, geh mal an. Irgendwas mit einer Blockposition, die ihn da arg stört. Keine Ahnung warum. Blub. So. Achso, was wir eigentlich auch machen müssen, ist ein bisschen Lehm einschmelzen, ne? Wie lange braucht der pro... Ich glaube, so viel Lehm erstmal nicht. Das sollte reichen, jetzt hier 65. Wie viel brauchte ich? 2, glaube ich, ne? Warum kann ich nicht mehr herstellen? Mach ich so. Kann er mich mal an die Füße fassen. Hat er jetzt davon. Okay, so, dann haben wir hier jetzt Dinge zum Wegschmeißen. Nö, ja, Nitrat ist immer gut. Tokens. Kohle habe ich hier nicht drin. Nö, das habe ich. Aber hier habe ich, glaube ich, Plastik drin, ne? Und Papier habe ich da auch nicht drin. Papier ist ja so ein Gekrösel für hier drüben. Kohle hätte ich hier. Auch das und dies. Habe ich hier noch irgendwo Stein? Jawohl. Warum habe ich... Das habe ich, glaube ich, irgendwo gefunden, ne? Ja. Keiner weiß es so genau. Das will auch keiner wissen.
So, diese Axt hätte ich gerne repariert. Und dann habe ich jetzt hier zweimal die rausgekriegt. Schreibe jetzt mal ein und dann gucken wir doch mal. Wrench. 18. Ich dachte 12. Das heißt, wir brauchen jetzt noch. So. Was noch? Mechanische Teile. Verdammt. Wo kriege ich mechanische Teile her? Habe ich irgendwo schon mechanische Teile? Mechanische Teile. 5. Wie viel brauche ich? 6. Himmel, Arsch und Zwirn. Ist es denn die Möglichkeit? Wenn ich jetzt unten mit dem Hammer was zerlege, kriege ich, glaube ich, keine mechanischen Teile bei raus, ne? Ich will mal kurz hier. Das wieder beheben, was sie mir ruinierten. Weil die Blöcke werden sie als erstes wieder angreifen wollen, ne? Okay. Gut, haben wir zumindest schon mal die nächste Aufwertungsstufe. Hier ist ja jetzt auch nicht schlecht, das drin zu haben. Somit ist das jetzt hier relativ safe, tatsächlich. Sehr schön. Das war ja eh nur Styropor, würde ich gerade sagen. Da das hier tragend ist, glaube ich, würde ich da auch nochmal den Schritt gehen und es ein bisschen stabiler gestalten, würde ich mal behaupten. Ich glaube, ich habe schon wieder keinen Screenshot für diese Folge gemacht. So, das war das. Dann gucken wir doch mal kurz. Blub. Nehmen wir hier nochmal unser schönes Gebäude. Wieder einbruchssicher. So, und was ist jetzt, das will ich nochmal eben kurz mit euch zusammen wissen. Was ist, wenn ich das Ding jetzt hier vorne zerballer? Kriege ich da nur Metall raus oder auch ein bisschen mechanische Teile? Weil das Ganze bringt mir ja nichts, wenn ich keine Wrench herstellen kann. Ich brauche ja nur ein mechanisches Teil. Vielleicht kann man sich sowas beim Händler kaufen, bringt mir auch nichts. Also, ne, da kommt jetzt nicht das raus, was ich brauche. Also müssten wir nochmal. Die haben ja beinahe das Auto zerkloppt, oder was? Gibt es hier drüben mechanische Teile? Also wir brauchen auf jeden Fall mechanische Teile. Jetzt ist dann drin auf jeden Fall Hinz und Kunz wach geworden. Das heißt, für die nächste Folge haben wir dann schon mal Spaß. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier mit diesen lustigen Zombies da drin in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi.